Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem weiteren Stream zu Deltarune Chapter 2. Ja, gestern haben wir schon gut reingestartet, ich habe meine Freunde verloren, die sind einfach einen anderen Weg gegangen, die hatten keinen Bock mehr auf mich, ja. Und heute versuchen wir mal nicht so extrem reinzuscheißen, wie wir es sonst tun. Irgendwie nehme ich nämlich jedes gegnerische Geschoss mit bisher. Das wollen wir mal versuchen in Zukunft zu vermeiden. Ansonsten stelle ich einfach die Regel auf. Das ist eigentlich das Ziel des Spiels, ist jedes Teil zu fangen. Dann habe ich nichts falsch gemacht. Ah. Okay, den Rollercoaster haben wir letztes Mal kaputt gemacht. Das muss jetzt repariert werden. Das war absolut nicht meine Schuld, definitiv. Willkommen in Cyber City. Finde ich nett. Ich gehe dann einfach mal durch, ne? Ich dachte, das wären Türen. Oh Gott, sind die hier schnell. Warum rennen die jetzt? Warte, das resetten wir. Aber mal wieder interessant, was Deltarune sich alles einfallen lässt. Habt ihr nicht gerade eben die eine Maschine repariert? Ja, ich würde gern wissen, wofür ihr aufräumt. Vielleicht für eine Parade. Ah, okay, hier ist später ein richtig großes Event. Das gucke ich mir liebend gern an. Aber erstmal starte ich auf dem Handy Twitch neu, weil das irgendwie bei mir ein bisschen verbuggt ist. So, jetzt läuft es richtig. Dass ich zur Not auch da drauf gucken kann. So, was finden wir im Mülleimer? Da finden wir doch bestimmt richtig viel an Schätzen. 20. Man hörte meine Enttäuschung nicht. War das Noel? Oh toll, jetzt bin ich hier komplett allein. Wir kämpfen gegen Pop-Ups. Perfekt. Klicken oder blockieren? Klicken wahrscheinlich. Man kann aus Spaghettis Messer machen. Oh, jetzt habe ich mir nur noch einen gemacht. Ich muss die, glaube ich, blockieren. Ich kann mich nur in den Dingern bewegen. Okay. Dann blockieren wir es einfach. Ich muss einfach die ganze Zeit C spammen. Nein. 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 Ich will das nicht. So, ersten gespammt. Ach, gespammt. Rekrutiert. Jetzt kommen noch zwei. Es läuft auf jeden Fall besser als gestern. So, nächsten. Solo bist du überhaupt keine Gefahr. Easy. Sogar ohne Damage diesmal. Aber wo kam der her? Oh, schon wieder ein Bagel. Die liebe ich. Die geben so viel schön HP. Noel! Hallo? Ja, was mache ich hier? Ich wollte dich natürlich retten. Hör nicht auf diese dumme Ziege. Sie macht es auch nicht gut. Wieso hast du auch unterschrieben? Nein, du wirst nicht ihr ergebener Diener. Ja. Davon merke ich nichts. Die kommen bestimmt jetzt. Ja. Nein. Den Typen kannst du in die Tonne kloppen. Hey, das ist interessant. Sie will von ihm nicht gefunden werden. Und Noelle hat natürlich gerade massive Panik. Das ist eine gute Frage. Sag dich und gucke da in die Mitte. Nein,
Die sind natürlich in andere Milch gegangen und dann wurden wir voneinander getrennt. Wieso? Nee, die sind direkt hier. Nein. Die mögen dich beide nicht. Obwohl, vielleicht Noel. Was? Ich will mich nicht mit ihm zusammentun. Hä? Ja, ich habe auch was gehört. Ich weiß nur nicht von wo. Du bist so dämlich. Alle beide. Ich weiß, wo sie ist. Warum hat er was gegen Birdly? Sie. Ja, der ist einfach nur nervig. Das kann ich sehr gut nachempfinden. Der geht mir auch auf den Keks. So, geht's dir gut? Ja. Ich nehm deins. Ja, um jemand neuen in der Party. Was kann die überhaupt? Nee, jetzt mal im Ernst. Was kann die? Power. Heal Press, Leap Miss, Ice Shock. Okay. Du bist also wie Rossi ein Healer. Interessant. Die ist irgendwo anders. Ich habe keine Ahnung, wo die momentan ist. Bin ich ganz ehrlich. Was ist mein Job? Nee, jetzt im Ernst, was ist mein Job? Ah. Ich muss dafür sorgen, dass die Maus da reinrennt. Das sollte doch so möglich sein, oder? Ey, ganz ruhig, das ist nur eine Maus. Ach, okay, ich habe das jetzt, glaube ich, ein bisschen falsch berechnet. Ich dachte nicht, dass die mitten da drauf sich bewegen. Wartet, versuchen wir es nochmal. Okay, da kommen keine Mäuse mehr. Den Job habe ich schon verkackt. Aber das kennt man ja von mir. Hallo. Ja, du bist jetzt mit im Kampf. Act? Ja, ich sag dir, was du zu tun hast. Oh, sie tut einem richtig leid. Das ist ja mal interessant. Wir müssen ja erstmal erklären, wie Kämpfe überhaupt funktionieren. Och. Das ist unerklärlich. Well, alles gut. Also man sieht's gerade nicht durch mich, aber sie sind gefallen. Alles wird gut, Noel. Guck, der kann eh nicht zielen. N-Action, was hat die denn? Es ist schön, dass die ganze Zeit nur gescared ist. Oh, die Viecher sind neu. Jetzt wirkt es schon viel natürlicher. Guck, so musst du acten. Ich hab nur Hospitality.
Ja, ich denke da anders. Ich finde Nadeln absolut nicht schön. Oh Gott. Auf sowas bin ich doch gar nicht gefasst, Leute. Aua. Warum haben wir auf einmal Auto gefahren? Okay. Ich muss nochmal zwei von denen rekruten. Hier unten war doch auch noch einer. Ach so, die wurden zusammengezählt. So, was willst du? Ja, Edisons. Oh. Die mögen uns doch nicht. Du machst nur Werbung. Dadurch werden wir keine Freunde. So, mal zurück. Ich brauche nochmal die beiden. Nice. Okay, wieder Auto fahren. Ich bin auf der Autobahn, warum auch immer. Warum merke ich mir eigentlich nicht, dass die von unten kommen? So, die haben wir beide gesperrt. Geschafft. Well, verreck mir bitte nicht. So, was machst du? Noch einer von denen. Okay. Was finden wir hier oben? Dass die ohne uns etwas Zuckerwatte essen. Nee, da gehe ich einfach direkt wieder. Ach, rutscht mir doch den Buckel runter. Ich hatte nie vor, sie ein weiteres Mal zu bekämpfen. Ich mache meinem Job alle Ehre. Das Ziel ist es, die Dinger zu fangen, nicht hinauszuweichen, Leute. Ihr habt da was komplett missverstanden. Das hab nicht ich missverstanden, das habt ihr missverstanden. Okay, das ist die Phase, die ich brauche. Oh Gott, ich muss berechnen. Wie jetzt? Bewegt euch doch. Ja, ich kann durch. Ich bin gut. Ja, er konnte nicht rüber, ohne in den Arsch getreten zu werden. Ich kenne das. Kriege ich jetzt irgendwas dafür? Oder sollte ich hier noch gar nicht sein? Ich glaube, ich sollte eigentlich erst die beiden abholen. Ja, komm, dann holen wir die erstmal. Mann, noch mehr davon. Ja, sie würde wahrscheinlich mit dir da drauf. Du, sie würde. Ja. Das war unfreiwillig. Okay, hier gibt's einen Trick. Ich gehe, glaube ich, wirklich erstmal die anderen holen. So, einfach durch. Das klappt schon. Ich hol erstmal die beiden. Susi? Die ist genau dort. Sag doch einfach etwas. Was sie? Ach so, ich kann hier gar nicht durch. Ah, okay. Hey, wenigstens haben wir das getan und ich muss schon wieder gegen dich kämpfen. Ist dir was? Ich will mal sehen, wie die defendet. Natürlich. Wie denn auch sonst? Hospitality! Ja, den sind nicht gefährlich. Die tun keinem weh. Die machen keine Angst. Oh, mal was Neues. So, ein Sperren kannst du jetzt. Ja. Okay.
Sie ist halt wie Royalty, nur dass sie auch angreifen kann. Heil dich mal. Nein, ich will nicht. Immer stecke ich auf der Autobahn fest. Toll, jetzt muss ich nochmal hier durch. Okay, let's go. Easy. Ach, warte mal, ich muss mal kurz was gucken. Okay, es ist an. Weil letztes Mal habe ich den Alarm für Follower nicht richtig mitbekommen. Okay. Hey, Care. Warum fällst du dabei immer hin? Oh, toll. Jetzt bin ich auf der Autobahn und gleichzeitig mit Boss Galaga gespielt. Los, mach eine End-Action. Jetzt ist nur noch er da. Einfach merken, aus welcher Richtung die kommen. Dann kann ich mich auf die andere Seite stellen. Easy going. So. Dann gucken wir hier mal weiter. Hier ist Ed, Dude. Nein. Ja, wir sind nur Freunde. Ja, ich bin dein Nachbar. Warum erwähnst du das nicht? Nee. Hallo, wir sind Freunde. Denk nie immer so negativ. Aber ich finde es schön, dass die hier eingebaut haben, dass man noch einen anderen Charakter hat zum... Ich glaube, dafür brauche ich das ganze Team. So, ich stelle mich auf das. Auf das. Teamwork! Nice! Und natürlich bleibt es danach aus. Okay. Einfach weiter die Musik genießen. Muss noch mit dir reden. Fällt mir ein. Hey. Nein. Ich weiß nicht, wie man mit Existenzkrisen klarkommt. Okay, der Witz war gut. Der Witz war richtig gut. Immer nur am Sprinten. Oh, Kisten. Ist da was drin? Nee. Ah, da ist doch nichts drin. Das ist nur mich traurig. Noel, versteck dich. Ich kann's versuchen. Jetzt sich selber distraktiert. Mann. Kann ich dich nicht einfach verkloppen? Na. Ah. Für sie ist Batteriesäure offenbar Wein. Interessant. Gönnen Sie die doch wenigstens. Das ist ein Wurfglas. Crisscross Applesauce. Jetzt habe ich einen American Dead Flashback. Nein. Nein. Kannst du bitte deine Hand aus meinem Gesicht parken?
im Ernst, park deine Hand aus meinem Gesicht. Und sie hat explosive Gläser. Okay, können wir uns für die Zukunft merken. Wird es jeden zum Lachen bringen. Und dafür wirst du dann die Welt unterjochen. Ja, das ist schlimm, wenn du dafür ein Bösewicht wirst. Wird die Welt unterjochen, damit alle lachen. Das ist genau das, was Funnybot vorhatte in South Park. Ja, aber ich habe geantwortet. Nein. Bitte nicht. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich fand das jetzt nicht so lustig. Prima! Das ist nicht mein Verdienst. Wo hat er diese scheiß Statue her? Die ist abgrundtief hässlich. Müsstest du nicht sie als Riesen dann hier darstellen? Ich weiß gar nicht, was sie sagen soll. Ja. Sehr klug. So klug wie er ist. Sie liebt es, ihn zu tolerieren. Birdly, du bist einfach nur dämlich. Ich wusste auch nicht, dass er einen Nippel hat und ich wollte es ehrlich gesagt auch nicht wissen. Oh Gott. Ich will das Ding nicht bewundern. Sie rennt jetzt weg, oder? Sie hat ihn ausgetrickt. War auch nicht schwer. Absolut kein Bock darauf. Und natürlich merkt sie das überhaupt nicht. Wie dämlich sind die beide? Kannst du das Ding bitte abnehmen? Genau deswegen. Danke, das ist schon viel besser. Ja, das ist witzig. Birdly hat das gebracht. Tut mir leid, ich musste es anstarren. Oh, meine drei besten Freunde. Kannst du mir nicht einfach mal einen Rabatt geben? Ihr habt die Scheißstatue gebaut. Wieso? Wieso habt ihr das getan? Das Ding ist keine Augenweide. Okay. Oh, willst du mir jetzt hier Zeug verkaufen? Ich finde es übrigens schön, dass da einer ein Auto sein will. Ja, ich heb mir mein Geld mal weiter auf. Let's go. Kann ich hier irgendwo was kaufen? Da steht doch schon extra bei. Oh, hi. Die Viecher schon wieder. Habt ihr jetzt wirklich mal was für mich zu verkaufen? Oh, wenn du schon umsonst gibst. Okay. Einfach weitergehen. Oh, heißer Tee. Hm. Und welchen habe ich jetzt? Ach komm, hol ich mir direkt für beide. Hier,
Crisp-Tee. So, und jetzt will ich sehen, was machen die? Hier, guten Appetit. Das war nur Wasser. Und dafür habe ich 100 ausgegeben. Nein, danke, ich bin schon wieder weg. Komm, guck mir erstmal, was hier oben abgeht. Komm ja eh nicht um den Kampf herum. Du kannst mich nicht einfach dagegen werfen, ne? Nee, wir können nur Jiggle Jiggle machen. Oh nein, nicht die schon wieder. Die Attacken, die hasse ich. Aua. Ich mach Jiggle Jiggle und du machst Bär. So, jetzt haben wir nur noch einen Gegner. Easy. So, einmal Jiggle Jiggle und du machst Bär. Ja. Langsam schaffe ich es mal endlich auszuweichen. Es hat tatsächlich halt eine Weile gedauert. Was verkaufst du mir jetzt? Hier kriege ich Kleidung. Was kriege ich überhaupt? Es wurde mein Inventar hinzugefügt. Was wurde mein Inventar hinzugefügt, du blödes Spiel? Mannequin. Ja, es ist useless. Okay. Ich weiß nicht, warum ich das gekauft habe. Ich bereue es jetzt schon. Aber man muss ja sich umschauen. Ja, komm her. Hier kann ich wenigstens Take Care machen. Irgendwann schaffst du es, Noel. Aua. Das Spare und Spare. Ich liebe dieses Spiel. So, dann guck mir mal, was hier unten ist. Eine Kiste. Bounce Blade. Ist doch bestimmt was für Chris. Es macht zwar weniger Schaden, aber es macht mehr Defense. Und Schaden kann mir eigentlich eh egal sein. Ich will ja niemanden umbringen. Noch nicht. Rennen wir, Noel. Okay, das stoppt die da rechts. Ist da unten irgendwas, dass es sich lohnt, hinzurennen? Ach du Kacke. Dafür muss ich vorher erstmal da oben alles anhalten. Renn, Noel! Wir haben nicht so viel Zeit. Aua. Geschafft. Was kriege ich dafür? Ach so. Den nächsten Boss. Dann sollte ich vielleicht erst einmal nach oben. Ist unten noch irgendwas? Nein. Okay, dann könnt ihr mich hier umnieten. Oder auch nicht. Ja. Dafür bin ich jetzt durchgesprintet. Bestimmt gibt's hier oben dann aber irgendwas. Da muss es was geben. Ein Rätsel.
Ja, das ist noch eine elektrische Mauer. Okay. Ich weiß ja, was da reinkommen würde. Okay, wie machen wir das? Die rennen kurz davor. Schon dahin. Wie mache ich das jetzt? So. Dann, warte mal. Ich muss das jetzt kurz berechnen. Die rennt nach unten, rennt dann nach links, wieder nach oben. Das heißt, er muss rechts... Ja. So kann ich mir das als einziges vorstellen. Probieren wir es doch mal gleich. So. Der müsste dann in die Richtung rennen, wo der hier jetzt oben ist. Und das mache ich dann einfach frei. Nee, warte, der muss ja da rein in das Loch. So. Ich hoffe mal, das funktioniert so. So. Aus! Perfekt. Hä? Haben wir irgendwas falsch gemacht? Sag nicht, ich muss nochmal eine Maus schicken. Vielleicht müssen alle benutzt werden. Wäre ja eine Möglichkeit. Oder vielleicht muss sie sich erschrecken. Hat doch funktioniert. Ich weiß gar nicht, was du hast, Noel. Das war ein einziger Prank ihr gegenüber. Also habe ich jetzt hier doch den richtigen Weg hier oben. Ja, toll, dann habe ich nochmal einen Grund, nach da unten zu rennen. Ich krieg die Krise. Vor allem, weil die Autos scheiße stehen. Wie im echten Leben, da stehen sie auch immer kacke. So, dann gucke ich jetzt extra nochmal, was ist hier unten. Warum bin ich hier eigentlich allein? Ein komischer Hund, der mich umnietet. Secret Ending. Wieso? Also hier leuchtet was. Ich habe den Moss gefunden. Was ist ein Moss? Es macht irgendeine Fähigkeit, aber ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Ich habe es nirgendwo im Inventar. Wofür war das jetzt? War das jetzt einfach nur für den Effekt oder wie? Käse! Ich will diesen Käse. Maus! Das heißt sogar Maus. Also es hat den deutschen Namen. Vier oder Trap All? Vier. War schön, dass Noel Angst vor Mäusen hat. Ich kann nichts dafür. Ich bin ein schrecklicher Typ. Oh, das ist ja niedlich. Ich trappe sie einmal. Einfach nur aus Prinzip. Wartet. Ich schaffe es. Nein!
Nein! Geht weg, ihr doofen Mäuse! Trap all! Verdammt, ich will es einmal schaffen! Ich weiß, dass ich sie pazifieren kann. Aber ich will zumindest versuchen. Einen Versuch mache ich noch. Ja! Hab's geschafft. Dafür hat sich der ganze Schmarrn gelohnt. Ich muss noch zwei weitere von denen. Och komm, so schlimm war es doch nicht. Es war doch eine süße kleine Maus. Du wolltest nie mehr Käse sehen, habe ich gehört. Ich verdammt, ich habe nicht mal eine gekriegt. Du denkst, du bist der große Käse. Oh Gott, jetzt ist da auch noch eine. Ja, jetzt ist da eine Maus. Oh Gott, ich war darauf nicht vorbereitet. Eine zumindest. Ich komme damit noch nicht so ganz klar. Dich versuche ich zu trappen und du sperrst die eine Maus. Ja! Na, den Kampf heilen. Quick, quick, quick! Einer kann ja schon sich heilen, während der andere sperrt. Ich habe alle Mäuse. Noel, es tut mir so leid. Aber ich konnte nie anders. Und ein Bagel. Die Bagels sind so schön. So, was haben wir denn hier? Ja, eine Sackgasse. Weißt du, was ich denke? Ich muss dich da drüber schicken. Es tut mir so leid, Noel. Es tut mir so leid. Kann sie aber auch nie entscheiden, ne? Ja. Also ich finde das so schön, dass sie danach direkt einmal abhebt. Ja. Du wirst mich hassen. Nein. Nein, sie ist wirklich dort. Mann, halt die Klappe. Halt die Schnute. Verdammt mich eins. Wie mache ich das? Du nervst gerade! Quiek! Nee, jetzt im Ernst, wie soll ich hier das schon wieder machen? Ach so, ganz unten, das kann auch durch... Ja. Und ich mach mir eine Platte. Ich hab die Mäuse durchdrehen lassen. I love Mouse. Kommt am Ende raus.
Oh, das müssen wir andersrum machen. So, einmal noch, Duell, du musst mir verzeihen. Indem ich denken kann. Und indem du mich komplett abgelenkt hast. Nein. Mann. Sei nicht so eingebildet. Well, bitte knall mir keine. Ey, wir haben ihre Angst vor Mäusen geheilt. Ist doch ein Fortschritt. Aber ich habe null das Rätsel geschafft, dank dem Typen. Der hat mich so hart abgelenkt. Mann, schon wieder eine komplette Pleite in der Mülltonne. 80. Das ist schon mehr. Oh, ich wurde reingelegt. Avoid! Ich werde dich nicht angucken. Ach so, jetzt verstehe ich die Maus. Die folgt mir. Das habe ich beim ersten gar nicht mitbekommen. Ich muss einmal defenden. Ich habe 10 Ads geblockt. So, jetzt kann ich dich sperren. Und für Sleep Mist habe ich immer noch nicht genügend. Also nochmal. Ja, natürlich bin ich der große Käse. Dachtest du etwa, ich wäre der kleine Käse? Jeder, der mich hört, ne? Ach, warte mal, sie kann jetzt Kompliment geben. Oh. Geht doch, sie haben sich vertragen. So, kloppt euch drum. Es ist schön, dass wir was gegen ihre Angst machen konnten. Und ein CD-Bagel. So. Hallo. Wir sind Freunde. Ja. Triple. Du meinst dreifach. Nein. Nein. Sie hat es mir angeboten und ich habe es angenommen. Ach so. Queen hat sie natürlich dazu gezwungen. Falsch rum. Du bist so fratzendämlich. Play smart. Ja. Was für dummes Glück. Ach du Scheiße. Es war doch schon zu viel für mich. Was ist eigentlich, wenn ich dumm tue? Ich muss sowieso mal ein bisschen hier TP sammeln. Birdly mag das natürlich. Nein, die wollte nichts von dir.
Scheiße. Scheiße. Noelle ist down. Aber das Schöne ist, man kann sie in diesem Spiel auch dann auch hochheilen. Was? Du willst mich doch komplett verkackeiern. Jetzt hör aber auf. Das mache ich mal nicht. Mach mal den einen Jiggle Jiggle und mach einen Heal Prayer auf Noel. Nein. Noel, kämpf doch mit mir. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich habe gerade so Probleme, ne? Könntest du jetzt bitte auch mal Chris heilen? Nein. Nippel? Warum sind Nippel so wichtig? Einfach nicht weiter hinterfragen. Ach, die sind von Anfang an geteilt. Och, ich hätte einfach nur Sleep Mist machen müssen. Oh Gott, wieder dieser Angriff. Der wirkt so heftig. Komm, Noel. Verteidige mal. Wir brauchen TP. Och nö, nicht der Angriff schon wieder. Den mag ich nicht. Jetzt darf ich sie schon wieder hochheilen. Ja genau, schmeiß mir einfach deine Noten an den Kopf. Sind zwar offenbar nicht die reellen Noten, aber es sind deine Noten. Oh Noel, heil dich einmal bitte. Hä? Birdly hat, glaube ich, ein sehr geringes Selbstwertgefühl. Och nö, nicht der Angriff schon wieder. Auch wenn er bisher nicht ein einziges Mal getroffen hat. So, jetzt können wir ruhig einen Schlau tun. Oh nein, nicht. Jetzt wird der Kack auch noch schneller. Wie zum Geier bin ich ausgewichen. Im Ernst, ich hab's nicht gerallt. Wieso magst du es, wenn ich so tue, als wäre ich ein Affe? Aua. Aua. Einfach so tun, als wäre man schlau. Nope. Oh, das hat gerade richtig viel TP gegeben. So, einmal noch. Dann haben wir ihn down. Ich hasse diesen Angriff. So. Play Dump und dann sperren. Geschafft, ja. Geht's dir gut? Bisher wirkte es nicht so. Ja, ich denke drüber nach.
Ja, so kriegst du auch eine Freundin, indem du ihr einen Tornado ins Gesicht schmeißt. Ich bin erfüllt mit der Power der Chicken Nuggets. Warum bin ich eigentlich Level 2? Diesen Spiel sammelt man ja Level, indem man Leute umbringt. Aber Chris hat bisher eigentlich niemanden umgebracht. Tüte! Den wir niemand mögen. Sag dir, wie es ist. Nein, ich will dir nicht probieren, bitte. Nein. Und schon wirst du abhauen. Welches Auto? Wollte ich fragen. Er hat natürlich genau dasselbe getan. Ich finde das so schön. Noel hat keinen Bock auf Queen. Queen hat keinen Bock auf Birdley. Und Birdley hat eigentlich Bock auf beide. Nein, du willst sie nie angucken. Sag einfach nichts, Noel. Die ist bratzendämlich. Okay. Okay, ich versuche keinen zu rammen mehr. Ab jetzt. Ja. Oh. Banane, 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 Banane. Banane. Jetzt werde ich zum Minion, oh Gott. Haut die weg. Ja, und er hat mich umgenietet. Ich muss einmal komplett darüber. Super. Warum? Lauf. Jetzt ist natürlich auch von hinten blockiert. Was ist da drin? Wer bist du? Wer bist du? Okay. Spamten. Ach so, er ist Spam. Er ist die Personifizierung von Spam. Er weiß, was ich bin. Ich hab Angst. Bitte, lass mich leben. Der wirkt ja wie ein Drogen-Heini. Nein, bitte nicht. Du hast keinen Deal mit mir. Ja, wenn man Schwierigkeiten im Leben hat, einfach in Seilen ziehen. Kannst mir aufhören, Spam zu schicken? Ich bin schon ein großes... Was zum Henke passiert mit dir? Ich bin schon ein Big Shot. Bitte geh weg. Bei Link blockiert. Nein. Kann ich nicht einfach... Ich kann mich nicht bewegen. Es ist was Beklopptes.
Ich würde mal sagen, das ist der zweite Boss. Check. Er will einen Deal machen, aber ich soll ihm nicht mein Geld geben. Was zum Henker? Okay, ich muss einen Deal machen, ne? Schön, dass du dich freust. Nein. Der Song im Hintergrund ist auch noch interessant, ne? Ich muss aufpassen, auf welche die leuchten. Tell me more. Aber ich will ihnen kein Geld geben. Was kommt jetzt? Geld. Zeug. Irgendwas. Bin tot. Ich hab nichts gerallt. Muss ich jetzt den ganzen Weg nochmal machen oder kann ich hier weitermachen? Nee, ich kann hier weitermachen. Na komm, spammen. Ich weiß ja, wie es läuft. Ja, komm. Ich weiß ja, tell me more. Solche Deals hat man nur einmal in seinem ameisengroßen Leben. So, aufpassen, welche leuchten. Der leuchtet. Der da oben hat geleuchtet. Scheißen Dreck. Wenn dann so viele auf einmal leuchten, ist es schwer, das im Blick zu behalten. Du warst auch mal ein großer. Don't give. Okay, du willst nicht unbedingt das Geld. Leute, ihr müsst bedenken, da war ein Entwickler daran, der diesen Song gesungen hat. Nein, 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 nicht den. Das. Hier gehe ich am besten ganz nah da hinten. Okay, doch nicht, weil... Das ging schief. So, hier die... Da werde ich geheilt und krieg gleichzeitig einen Deal. Ja. Take Deal. Der Song ist trotzdem eigentlich richtig geil. Ich würde ihn aber nicht downloaden. Ich muss einfach versuchen, nicht in der Nähe zu sein. Es ist verdammt schwer, nämlich dem auszuweichen. Nope. Der will einen Preis anbieten, jetzt muss ich wieder ablehnen. Nein, ich tue alles richtig. Nein. Oh Gott, die Dinger werden schneller. Okay, jetzt habe ich es gerallt. Letztes. Du kriegst meine Account-Details nicht. Was? Ich brauche nochmal 1%. Nein. Aber ich genieße gerade richtig den Song. Prozent. Ich habe trotzdem Geld verloren. Kann ich jetzt sagen, das war Beschiss?
Komm alleine. Ey, der macht das, was ich sage. Vergesst nicht, ein Abo und ein Like da zu lassen. Das komische Etwas ist weg. Der Song war aber trotzdem eigentlich richtig nice. Auch wenn er komplett blem-blem war. Ich komm ja schon. Nur hey, pass mit der Kiste auf, ne? Die sitzt eigentlich direkt neben dir. Nein. Das ist eine gute Frage, warum wir sie Noel eigentlich so dringend. Ach so, weil die Stadt gefährlich ist. Und sie hat Angst, dass sie irgendwo feststecken könnte. Ich weiß nicht, wo das Potassium ist. Du machst dir Sorgen um sie. Naja, sie macht sich Sorgen um dich. Aber warum sie? Das ist eine gute Frage. Ist es vielleicht, weil sie ein Mädchen ist, oder? Einfach nur, weil sie schwach ist, oder wie? Ach, weil sie stark ist. Och, das ist ja nett. Was ist damit jetzt kaputt? Ach so, sie hat sich einfach nur Sorgen gemacht, weil es noch nicht explodiert ist. Sie hat alles mitbekommen, keine Sorge. Warum? Fühlst du dich jetzt wenigstens besser, Noel? Wann kommt eigentlich Huazion und Susi zurück? Ja, es ist eine wilde Welt, aber es macht Spaß. Was ist da oben? Noch ein Puzzle. Ja, einfach abwechselnd. D? Wenn ich sagte, diese Stadt bringt meinen Kopf zum Drehen, meinst du das nicht in einem schlechten Sinne? Okay. Ja, solch eine Stadt ist natürlich wunderschön. Nee, ich erinnere mich nicht so sehr dran. Was genau haben wir jetzt hier buchstabiert? Na komm, Noel. Noel gerade kurz kleiner gewesen. Oder habe ich mir das eingebildet? Ich achte gar nicht so wirklich gerade auf den Text. Ja, wenn mir einer gut beisteht, freue ich mich natürlich auch mehr als Angst zu haben. Habe ich keinen Grund, Angst zu haben. Ja, so fühle ich auch. Jeder weiß, was für einen Knall ich vielleicht mal habe. Kann ich da mitspielen? Warum kann ich nicht damit spielen?
Ich hab's versucht. Kiste! Perfekt. Hey, guck dir das mal an. Hilfe. Bei ihr muss ich ganz besonders auf Explosionen achten. Sie hat einen Preis gewonnen. Darüber kann man sich doch freuen. Was soll ich damit? Hallo Susie und Ralsei. Was? Ach, sie kann jetzt auch heilen. Naja. Sie hat ihm Sarkasmus beigebracht, oh Gott. Warte mal, Noel! Ich frag mich nur, was da drin ist. Ja, wir haben Noel gerettet. Längst. Ja. Sie hatte sich versteckt. Sie hatte die ganze Zeit tatsächlich Angst um dich. Habe ich jetzt ein Viererteam? Und natürlich pocht ihr Herz dadurch. Nein, ist sie nicht. Keine Sorge. Sie wurde mehr oder weniger gezwungen. Ich. Ich hab nichts dagegen, solltest du sagen. Ja, wir haben sie ja mittlerweile erzogen. Also sind wir jetzt wirklich ein Viererteam? Wartet. Warum ist Noel jetzt nicht mehr wirklich im Team? Naja, sie ist gerettet. Das ist doch die Hauptsache. Hallo, ich nehme den schnellen Weg. Ja. Womöglich wäre es nicht. Och, Susi. Warum gibst du Noel nicht dieses Glücksgefühl? Würde es dir ja richtig eingefallen tun können. Ich merke gerade was beim Titel. Ein Moment. So. Ich hatte einen Rechtschreibfehler im Titel. Also bei Twitch. Ich hab den mal eben kurz behoben. Okay. Einer muss auf den Schalter bleiben. Ja, da, du hast dich dafür jetzt angeboten. Also, was steht hier? Okay. So, jetzt muss ich wieder zurück und in die Teeschalen rein, richtig? Dann mache ich das mal. Lernt vom nächsten Stream noch Rechtschreibung, Leute.
So, jetzt habe ich das gemacht und jetzt müsste da oben offen sein. Komm, Noel. Jetzt holen wir uns die Kiste. Okay. Interessant. Hallo. Okay. Dafür musst du aber 100 TP haben. Okay. Ich muss 100 TP sammeln. Ein Moment. So. Jetzt habe ich das auf Maximum. Jetzt kannst du das auch einsetzen. Get hit. Ultimate heal. Und es macht Heilung von 2. Aber sie versucht es wenigstens. So, avoid. Action. Ach so, wenn ich jetzt avoide, dann geht das hoch. Jetzt habe ich verstanden. Okay. Das ging ja easy. So, jetzt ist unten auch offen, ne? Irgendwie muss mir das ja öffnen. Wir haben einfach nur verhindert, dass sie reingelegt wurde. Ist nur er jetzt eigentlich auch damit bei? Als sie. Chris. Nee, ich sehe jetzt da nicht, dass da nur L mit bei war beim Feuerwerk. Wovor darf ich mich diesmal fürchten? Oh Gott, ich lauf lieber. Ich habe keinen Bock hier drauf. Käse! Aber warum ist nur L jetzt nicht mehr im Team? Upgrade! Hier, giddy giddy. Mir war das kontraproduktiv. Warte, wie man das anders? Grab all. Und du? S-Action. Alle gefangen! Warum auch immer ich die Katze fangen konnte. Naja, ich kann jetzt alles sperren. Klappt ja so. Noel? Also, sie hat sich doch Feuerwerk noch weiter angesehen. Naja, solange du Spaß hast, ist doch alles gut. Soll ich jetzt damit? Soll ich jetzt Mäuse fangen oder wie? Soll ich damit? So, die Maus soll da rein. Muss ich weiter Mäuse fangen oder wie? So, hab sie.
Wie, da sollen 20 rein. Okay. Einfach die Arbeit aufteilen. Okay. Damit kann man arbeiten. Bin ich mit einverstanden. Ja, bin bereit. Let's go. Let's go. Sag bloß, ich verliere alle, wenn ich einmal verkacke. Ich darf nicht verkacken. Nein. Nein. Das Spiel wird immer gemeiner. Ich habe 20 Mäuse. Ich hab's noch irgendwie hinbekommen. Das war auch ehrlich gesagt lustig und schrecklich zugleich. Ja. Naja, nur er freut sich drüber, also. Rein damit euch, Jungs. Jungs und Mädels, Entschuldigung. Ich brauch schon wieder eine verdammte Maus. Also nochmal. Nein, ich brauch da hinten noch eine verdammte Drecksmaus. Achso, der Korb muss da rein. Ich kann natürlich Formen unterscheiden, Leute. Och. Wir haben es fast zum Brunnen geschafft. Warum sind wir hier hingekommen? Ja, wir müssen das Ding öffnen. Es tut mir so leid, Noel. Ja. Aber sie will nicht. Nein. Sie will nicht. Merkt das doch. Was? Sie will Bertley umbringen oder wie? Ja, sie will ja nicht, dass Bertley stirbt. Du bist eine gehässige Ziege. Okay. Plan B. Ja. Hast du es jetzt endlich begriffen? Nein. Endlich hat er begriffen, dass sie böse ist. Hey, warte, was ist mit Rotzi? Sie hat dich die ganze Zeit angelogen. Na gut, Mobile Games hasse ich auch wie die Pest. Nein. Muss ich jetzt den ganzen Weg nochmal laufen? Weiß sie? Du hast einen vergessen. War das gerade ein Mario-Sound?
Ich hätte gern ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit. Lässt sich das einrichten? Oh Gott. Ich dachte, die hat keiner gesehen. Sie weiß meinen Internetverlauf, oh nein. Jetzt mal im Ernst, wie soll ich da rauskommen? Ich höre dich. Nett von ihr, aber trotzdem. Was? Sie wurde nicht gefangen. Was habe ich, das uns helfen kann? Nee, nicht die Konfiguration. Das Telefon ist verflucht. Aber es gibt noch eine Möglichkeit, sofern das jetzt funktioniert. Lancer! Sie war die ganze Zeit. Er war die ganze Zeit in meiner Jackentasche. Können wir das bitte anders nennen? Könntest du uns bitte rausholen? Ja, hast du uns auf den Rollercoaster gesehen? Naja, genau genommen bist du nicht geritten mit dem Teil. Bitte, hol uns einfach raus. Was meinst du da? Er hat's geschafft. Keine Beschwerden meinerseits. Okay. Oh, das ist eine Kara-Geschichte. Die mit den Messern. Ich will einfach nur wissen, was gibt's hier alles. Toriels. Das sind einfach zwei Toriels, die hier Pianomusik machen. Oh. Und was ist das letzte? Badebomben. Er hat schon mal Susi befreit. Okay. Lancer? Was ist mit Lancer los? Das war überhaupt keine Hilfe. Ja, well, sie ist aber nicht hier. Bertley. Du bist an der ganzen Misere selber schuld. Ich will aber trotzdem noch hier ein bisschen erkunden. Ein? Ah, okay, das war ihr Raum. Ich guck gleich, ob ich das Ei aufheben kann. Nein, die
können nicht ausgebeutet werden. Natürlich gucke ich rein. So viele Türen. Wir haben ein neues Puzzle. Natürlich schaue ich das. Ich glaube nicht, dass der irgendwas gerissen kriegt. Du bist hier das, was den Yoko runterzieht. Okay. Nummer 1. Das ist der Mund. Das ist mal wenigstens ein leichtes Rätsel. Nein, ich warte nicht. Indem ich schlau bin, im Gegensatz zu dir. Ja, ja. Dann mach du den nächsten. Irgendwann lernt er es noch. Na dann, los, mach. Dann mach. Los, keiner hält dich auf. Los! Ja, der ist ja nicht so schlau. So, das kommt da unten hin. Easy going. Falsche Taste. Na? Was? Lucky. Trial and error. Ich hab's in einem Rush geschafft. Ja. Als ob wir so lange warten. Da sind wir vorher alte Säcke. Okay, das sieht interessant aus. Ja, das sieht schon merkwürdig aus, das Bild. Jetzt kommt mir auch so der Gedanke. So, einfach in die Ecken damit. Scheiße, ich hab's aus Versehen gedreht. So, das gehört in welche Ecke auch immer. So, das gehört noch in eine Ecke. Perfekt. Ja, jeder schlauer als du. Was?
Ja, ich würde es auch bis an alle Ewigkeit genießen. Du bist nicht schlau, bist du wirklich nicht. Deswegen bist du ja auch auf die Frau reingefallen. Endlich gibt es so. Ja, er wollte sich wahrscheinlich ein bisschen besser fühlen. Okay. Okay. Das ist also seine traurige Hintergrundgeschichte. Ah, und so hat er sich dann endlich mal als was Besseres gefühlt. Naja. Ja, nur er ist wirklich schlau. Und auch nur deswegen will er die ganze Zeit bei Noel bleiben. Ja, nicht nur du. Noel wurde auch mehr oder weniger eingelegt. In dem Fall bist du ein Idiot gewesen. Weine nicht, Chicken Nugget, Mann. Wir sind alle Idioten. Ja, das interessiert uns alle nicht. Ja, die Meinung kann nicht mehr weiter sinken. Natürlich. Ich mag es lieber, wenn jemand seine wahre Natur zeigt, als wenn er versucht, sich die ganze Zeit zu verstellen. Ja, so denke ich auch immer. Auch noch mit dem Face. Mach das. Ich sag nichts dazu. Versuch einfach nur schlau zu sein. Es ist manchmal in Ordnung. Du hast die falsche Rede gehalten. Ja, du hast schon recht. In solchen Fällen sollte eher Wazi reden. Ja, Herr Butler? Auf der zweiten Ebene ist noch ein Dinner. Was hast du mir zu sagen, Mr. Gelb? Oh, das ist alles nur für mich. Och, wie nett. Wo ist Mr. Stupid? Stupido Magnifico. Ja, genau. Gibt das auf die anderen. Oh, das waren die anderen tatsächlich. Das ist eine sehr gute Frage. Was zum Henker macht, Herr? Sie hatte keinen Raum für ihn, also hat sie einfach einen Butler aus ihm gemacht. Kannst du Lenze heilen?
Susi. Das ist etwas, was man nicht heilen kann. Enza? Enza? Also er kann ja eigentlich gar nicht wohnen. Also müssen wir ihn jetzt einfach da reinschmeißen. Jetzt haben wir einen Grund, das hier abzuschließen. Na gut. Wir werden ihn wiederholen. Ja, Manuel. Ich bin gespannt, wie der kämpft in unserem Team. Ja, du hast schon gezeigt, dass du allein nichts auf die Kette kriegst. Ein Plan. Okay. Lieben gern mache ich da mit bei dem Plan. Oder sie bequasseln, dass sie uns gehen lässt. Ciao. Naja, wir haben Moazi wieder im Team. Endlich wieder alles richtig. Lancer, wir werden dich schon noch retten. So, wenn ich jetzt speichern kann, dann mache ich das auch. Da ist was zum Speichern. Perfekt. Und ich würde sagen, wir machen hier dann jetzt für heute Schluss. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, bei Twitch ein Follow da lassen. Bei YouTube ein Abo und ein Like, weil ich lade das auch auf YouTube hoch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.